Hanlohaus präsentiert im Fertighauspark Blaue Lagune das aufsehenerregende und einzigartige Musterhaus der neuen Hommage-Serie. Mit der außergewöhnlichen Architektur und Ausstattung des Hommage-Hauses spricht Hanloh eine völlig neue Kundenschicht für Fertigteilhäuser an. Vor Ort erfolgt der Aufbau des Hauses durch Hanloh-Monteure, in diesem Fall auf einer Fundamentplatte. Der Baukran hebt die im Werk nummerierten Wände an ihren Bestimmungsort, wo die Monteure die genaue Ausrichtung vornehmen. Die in Holzriegelbauweise ausgeführten Klimapassivwände werden mit schwindfreien Beton untermörtelt. Das zeugt von höchster Hanloh-Hausbauqualität, da somit das gesamte Hanloh-Haus mit der Kellerdecke oder Fundamentplatte fix verbunden wird. Um eine genaue lotrechte Position der Wände zu erreichen, bringen die Monteure Stützen zwischen der Bodenplatte und den Hauswänden an. Die Wände werden nun mittels Verschraubung miteinander verbunden. Wir zeigen Ihnen im Schnellvorlauf die Entstehung der Außenwände des Erdgeschosses aus mehreren Perspektiven. Mit höchster Präzision setzen die erfahrenen Monteure Teil für Teil die Wände aneinander. Solides Handwerk ist bei Hanloh eine Grundvoraussetzung für jeden Mitarbeiter bei der Montage. Mit sogenannten Ratschen werden die Wände fein justiert und anschließend fixiert. Am Abend des ersten Tages sind bereits alle Wände des Erdgeschosses montiert und für das Einsetzen der Deckenelemente am nächsten Morgen vorbereitet. Im Bauplan sind auch die Nummern der Einzelteile vermerkt, damit die Monteure vor Ort rasch und effizient arbeiten können. Bevor die Decke des Erdgeschosses montiert wird, schnell noch ein Schwenk durch das zukünftige Wohnzimmer und den Eingangsbereich. Für eine optimale Lichtdurchflutung der einzelnen Räume kommen großflächige Fenster- und Terrassentüren als Schiebeelemente zum Einsatz, die alle mit hochisolierender Dreifachverglasung versehen sind. Doch nun zur Montage der Decke. Über den Räumen mit größerer Spannweite ist der Einsatz von Stahlträgern notwendig, bevor die Deckenelemente eingesetzt werden können. Alle Bauteile des Hanloh-Hauses werden maschinell im Werk in Freiwalde in Deutschland auf CNC-gesteuerten Maschinen in höchster Präzision und Qualität gefertigt. Die hier im Schnelldurchlauf gezeigte Deckenmontage ist zum Ende des zweiten Tages fertiggestellt. Damit ist der Weg frei für das Obergeschoss des Hommagehauses von Hanloh. Ein kurzer Blick in den Bauplan des Obergeschosses und dann startet die Mannschaft in den dritten Montagetag. Für die absolute Dichtheit zwischen den Wänden und den Deckenelementen wird ökologische Folie an den Einzelteilen angebracht. Mit Winkeln fixieren die Monteure die Wände auf der Decke des Erdgeschosses. Sämtliche Bauteile sind werkseits bereits mit Elektroleerverrohrungen und Unterputzdosen nach persönlichen Kundenwünschen versehen. Mit speziellen Werkzeugen ziehen die Monteure die Wände nun an ihre Zielpositionen. Bis zwischen den einzelnen Hausteilen feste Verbindungen bestehen, halten Metallstützen die Wände in Position. Die Ausstattung des einzigartigen Hommagehauses erfolgt in Kooperation mit anerkannten Partnern wie zum Beispiel Miele, Philipp Stark und Warndorf. Die gesamte Möblierung bzw. Innenausstattung kommt von Leo Schulmeister Stilwerk. Die Hanloh-Monteure kontrollieren noch einmal mit herkömmlicher Wasserwaage sowie neuester Lasertechnik die genaue Lage und Ausrichtung der Wände, bevor die erste Bauphase des Hommagehauses beendet ist. Bis zur Fertigstellung wird es noch zwei weitere Bauphasen geben, die wir in den nächsten beiden Kurzfilmen begleiten werden.
Dann wird das Hommage Traumhaus von Hanlo mit seiner Architektur und Ausstattung die Besucher im Fertighauszentrum Blaue Lagune in Vösendorf bestimmt zum Staunen bringen. Mehr dazu unter www.hanlo.at. Thank you.